Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Emma Friedrichs und ich bin bei Jola für das Marketing zuständig. Und mein Name ist Dirk Kuczynski, ich bin technischer Verkaufsberater. Die alten Gebäude der ehemaligen Tuchfabrik Gebrüder Haas, in denen die Jola Spezialschalter GmbH und Co. KG untergebracht ist, verweisen auf die jahrhundertealte Unternehmertradition der Familie Mattil und auf die Tuchmachervergangenheit der Region. Aber auch Jola selbst weist eine jahrzehntealte Geschichte auf. Die Wiege des heutigen kleinen mittelständischen Unternehmens Jola stand in der Elektrowerkstatt der großen Tuchfabrik Gebrüder Haas. Doch dazu später mehr. Hören wir erstmal an, was uns der langjährige Geschäftsleiter Volker Mattil über die Firmenschilder am historischen Eingang zu erzählen hat, die den Namen unserer Vorgängerunternehmen tragen. Das obere Schild ist das Schild der ehemaligen Tuchfabrik Gebrüder Haas, gegründet im Jahre 1868. Das Schild in der Mitte ist das Schild der Firma Jola Spezialschalter GmbH, gegründet durch meinen Vater im Jahre 1952, benannt nach Herrn Josef Lamprecht, einem Elektriker, der den Jola-Schalter entwickelt hat, den ersten. Beide Firmen wurden im Jahre 1970 verschmolzen zur Jola Spezialschalter Mattil und Co. Dies also als rascher Überblick zum Einstieg. Wir baten den Seniorchef, die Anfänge im 19. Jahrhundert etwas genauer zu beleuchten. Vor mir liegen die beiden ältesten Bücher der Firma. Es sind Inventarien. Sie enthalten Auflistungen von Aktiva und Passiva. Das erste Inventarium von 1868 ist das von Adam Haas. Im Jahre 1870, das betrifft jetzt das zweite Inventarium, gründete er mit seinem Bruder Jakob Haas die Firma Gebrüder Haas. In späteren Jahren kamen noch weitere Brüder hinzu. Alles begann also als Familienunternehmen und das sind wir auch bis heute geblieben. Wer über die Jahre die Geschicke des Unternehmens leitete, erläutert unser heutiger Geschäftsleiter Lars Mattil. Am Anfang stand bezeichnenderweise Adam Haas. Er begann im Jahre 1868 als Einzelkaufmann, nahm dann nach 2 Jahren seinen Bruder Jakob hinzu. Die beiden gründeten die Tuchfabrik Gebrüder Haas. Im Laufe der folgenden Jahre kamen dann noch weitere Brüder dazu, es fielen auch welche weg. Zweite Generation des Unternehmens war der Sohn von Adam, Albert Haas, hier in der Mitte abgebildet. Er muss ein begnadeter Unternehmer gewesen sein und schaffte es, das Unternehmen durch die schweren Zeiten des Ersten Weltkrieges und der Weltwirtschaftskrise ab 1929 zu bringen. Das Unternehmen wurde baulich erweitert, geriet auf einen starken Wachstumskurs. Da Albert Haas allerdings kinderlos blieb, übergab er an seinen Neffen, Karl Mattil, das war mein Großvater. Er stammte aus einem Pfarrershaushalt, war bei der Marine im Ersten und Zweiten Weltkrieg an der Front und nahm dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen Karrierewechsel vor, ließ sich in der Tuchmacherei umfassend ausbilden und übernahm dann hier das Unternehmen als Nachfolger von Albert Haas. In den 60er Jahren musste mein Großvater dann die Tuchfabrik schließen. Er stellte zunächst 1961 die Produktion ein und verschmolz dann 1970 das Unternehmen mit der 52 gegründeten Jola Spezialschalter GmbH, die sich mit der Vermarktung von damals ursprünglich Betriebserfindungen beschäftigte. Und aus dieser kleinen Firma Jola entwickelte sich dann im Laufe der Folgejahre ein erfolgreiches, marktbekanntes Unternehmen. Das war dann nicht nur ihm geschuldet, sondern auch seinen beiden Söhnen. Zunächst begann Dieter Mattil, ursprünglich noch als Tuchkaufmann ausgebildet. Er kam und unterstützte seinen Vater bei der Schließung der Tuchfabrik und war dann federführend beim Aufbau von Jola. Und der 10 Jahre jüngere Bruder von Dieter war dann schließlich mein Vater, Volker Mattil. Die drei wirkten einige Jahre gemeinsam, damals im Betrieb als Senior, Dieter dann Junior und mein Vater als Mini bezeichnet. Und nachdem dann mein Großvater starb,
waren es dann die beiden Brüder, die sich um das Unternehmen kümmerten. Dann starb 1995 mein Onkel. Mein Vater war einige Jahre alleine und seit 2010 bin ich jetzt dann als neueste Generation hinzugekommen und bin sehr gespannt auf die Zukunft unseres Unternehmens. Soweit der historische Überblick im Zeitraffer. Schließlich erkundigten wir uns bei unserem langjährigen Geschäftsleiter Volker Mattil, wie genau es zur Geburt unseres Unternehmens Jola Spezialschalter kam. Oftmals wird man gefragt, wie hat denn das überhaupt mit Jola angefangen? Ja, Jolas Wiege liegt in der Tuchfabrik Gebrüder Haas. Die Tuchfabrik Gebrüder Haas war eine Volltuchfabrik mit allen Abteilungen, auch einer Färberei, einer Nassabteilung. In dieser Nassabteilung gab es Probleme, denn da war es feucht, da gab es Spritzer und die herkömmlichen Schalter korrodierten, es gab Kurzschlüsse, die Maschinen hatten Stillstand. Damit es in einer Tuchfabrik nicht zum Stillstand kam, hatten die Volltuchfabriken meist gewisse Handwerker in den Betrieben eingestellt. So zum Beispiel Tischer, Schlosser, Elektriker, damit es eben zu keinem Stillstand kam, wenn an einer Maschine irgendwo mal was kaputt war. Das musste schnell repariert werden und dann konnten die Maschinen schnell wieder weiterlaufen. So gab es eben auch einen Elektriker in der Firma Gebrüder Haas, das war der Herr Josef Lamprecht. Der nahm sich des Problems an, was an den Stückfärberapparaten geschah oder in diesen Färbereiabteilungen. Er entwickelte, und ich zitiere, einen wasserdichten Steuerschalter für Antriebe in nassen Betrieben, insbesondere Stückfärbeapparate. Für diesen Steuerschalter in nassen Betrieben wurde auch am 6. August 1950 ein Patent eingereicht, was dann auch später erteilt wurde. Dieser zunächst nur für nasse Betriebe entwickelte Schalter ließ sich aber auch anderweitig sehr gut verwenden, an allen möglichen Maschinen als Notschalter, zum Ein- oder Ausschalter, und so entwickelte man weiter. Im Jahre 1951, und zwar am 12. Juli, wurde ein weiterer Antrag gestellt auf Patenterteilung für den Schwimmerschalter. Auch dieses Patent wurde erteilt. Der Weg führte langsam aber sicher zu einer Gründung. Der Gründung von Karl Mattil und seiner Ehefrau Lieselotte Mattil, der Jola Spezialschalter GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dieses geschah am 3. Dezember 1952. Seit den 50er Jahren blieb es natürlich nicht nur bei zwei Produkten. Es wurden viele neue Geräte entwickelt und die Endschalter und Niveauregelgeräte wurden unter anderem durch Sensoren zur Leckagedetektion erweitert. Wer detaillierte Informationen erhalten möchte, kann diese gerne telefonisch, per E-Mail oder auf unserer Webseite anfordern. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Inside Jola, immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder Fachmann vor Ort sind, oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an Technik hast, für Fragen stehen meine Kollegen und ich gerne zur Verfügung. Bis bald!